Über 750 Schülerinnen und Schüler besuchen am Montag zum ersten Mal den Unterricht. Und 2020 wird wohl ein ganz besonderes Schuljahr. Die Corona-Pandemie ist nämlich noch nicht überstanden. Deswegen hat jede Cottbuser Schule über die Ferien drei verschiedene Hygienekonzepte erarbeitet. Erst einmal dürfen alle Schülerinnen und Schüler wieder die Schule besuchen, wenn sie keine Symptome haben. Die zwei anderen Konzepte greifen bei neuen Infektionen innerhalb der jeweiligen Schule. Also werden dann erste Fälle bekannt, dann muss man schauen, beziehungsweise auch gemeinsam mit dem Gesundheitsamt, wann greift das zweite Konzept, beziehungsweise sind dann bestimmte Gruppen betroffen oder Klassen, weil die Konzepte sollten auch möglichst so gestaltet sein, dass homogene Gruppen sind, wenn ein Fall auftritt, dass dann nicht die gesamte Schule zu Hause bleibt, sondern bestmöglich, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dann nur die Klasse, sodass die anderen Schüler die Chance haben, weiterhin am Unterricht teilzunehmen. Sollte es in einer Klasse einen Infektionsfall geben, wird die komplette Klasse dann zu Hause unterrichtet. Beim Distanzunterricht gibt es dann Aufgaben und Fragestellungen über Videochat, so wie es auch schon vor den Ferien der Fall war. Wenn es noch mehr Infektionen gibt, greift Konzept Nummer 3, dann entscheidet das Gesundheitsamt, was zu tun ist. Es muss dann vor Ort gucken, sind ja unterschiedliche Rahmenbedingungen auch immer an den Schulen. Und dann muss mit der Schulleitung gemeinsam geschaut werden, was ist vorgefallen. Und dann muss die Kette sozusagen, die Nachverfolgungskette sich angeschaut werden. Und dann wird entschieden, wir müssen die Schule schließen oder auch nicht. An Brandenburger Schulen könnte es ab Montag auch eine Maskenpflicht geben. Das wird derzeit noch geprüft. Die Pflicht soll dann auf Schulhöfen und Gängen gelten. Im Unterricht darf die Maske dann abgesetzt werden. Dazu kann sich das Schulpersonal freiwillig mehrmals testen lassen. Bei Kindern und Jugendlichen soll es lediglich Stichproben geben.